Hallo und herzliches Willkommen. Es ist mal wieder soweit. Es ist mal wieder eine Samstag und deswegen machen wir nicht nur zwei Kreuzworträtsel, sondern auch noch die T-Online-Rätsel. Und das mache ich natürlich nicht alleine und deswegen muss ich wieder eine Worte sagen, damit eine andere Person weiß, dass wir anfangen können. Und deswegen geht es gleich mal los mit It. Tüde! So, was haben wir denn hier so? Geheimbund in Sizilien. Easy. Gesäßteil. Nicht die im Gesicht. So. Kryptowährung klingt nach dem und nicht nach Ethereum. Okay, Eigentum. Habe, wissen wir noch nicht. Bindewort. Flüssige Speisen. Suppen. Sind das Bindewort bis, ja, Eigentum, Besitz, würde ich jetzt sagen, Boom, Familienbenennung, Zunahme, das ist nicht dicker werden oder sowas, Spanisch mich, meh, Verkehrsmittel, Zug, Tram, was auch immer, Trugbild, könnte, weiß ich noch nicht, Anrede für Männer ist Herr, aber falsch rum geschrieben. Nicht von oben nach unten sollte das gehen. Verhältniswort zu, weiß ich nicht. Französischer Filmstar Jean. Jean, weiß ich nicht. Probleme, Issues, Nöte. Ha, supi. Pfirsich, Sorbet, Eisspeise. Nein, keine Ahnung. Pfirsich, Großmütter sind Omas. Ja, me. Pfirsich, Melone, nein, auch nicht. Italienische Insel, Sizilien, aber das ist es nicht. Süddeutsch, Junge, Bub. Oder Bur. Bub, Bub ist es diesmal. Okay, Ratenmittelhülse, Speiche, nee, keine Ahnung. Medizinisch, Stauung, ach Gott. Sportlernahrung ist der, aha, ja, dieser Shake. Narbe ist, die Radnarbe, genau. Verkehrsmittel, Omnibus. Ja, läuft. Italienische Insel, Elba oder so ähnlich. Was ist das? Melba, ja. Ja, dann ist das Elba. Okay, Stase ist medizinische Stauung, ja. Amerikanische Hafenstadt. Boston ist es nicht. Was haben wir noch? Los Angeles ist, naja, ja, auch in New York wird aber eigentlich auseinandergeschrieben. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist hier. Bühnenhaus ist erstmal das Theater. Und dann kann es ja schon mal New York gar nicht sein. Ich weiß auch gar nicht, doch, New York liegt natürlich an der Küste. Freiheitsstatue tut das ja auch. Und die ist in New York. Kraftlos, weiß ich noch nicht. Gewohnheit ist, weiß ich noch nicht. Spitzbube, ein... Elektrolokomotive ist eine E-Lok, natürlich. Okay, was haben wir hier noch? Literaturabkürzung ist natürlich Lit. Sass. Reittier ist das Pferd. Mhm. Weltallhündin, oh, wie hieß sie denn mal? Ist das nicht schon ewig her? Vorausbezahlt. Erstmal das Trugbild, das ist das Phantom Ganon. Das Phantom Ganon. Verhältniswort an. Ah, okay, ja. Jean Reno, der war das. Prepaid ist vorausbezahlt. Erweiterte Realität ist AR. Augmented Reality ist das einfach nur. Ich weiß nicht. Was haben wir hier noch? Amerikanische Hafenstadt. Eisleben. EIL. Obwohl ich auch Eilenburg kenne, was da auch irgendwo auf dem Weg liegt dahin. Je nachdem, von wo man kommt. Stütze. Stütze. Hals. Nein, ist es nicht. Dateneingabe ist der Input. Huch. N. Neu. Ist das erstmal. Und das ist der Input. So. Mehrgängiges Gedeck ist ein Menü. Menü. Phil. Pf.
Was könnte das hier noch sein? Die Hafenstadt. Ne, Laika. Laika war das, genau. Laika macht das Würstchen. Okay, Seattle. Ja, das läuft doch kraftlos. Stütze ist Zelt, nein, das kann auch nicht sein. Gewohnheit. Was für eine Gewohnheit könnte das sein? Was könnte das hier sein? Oh, das ist blöd, dass das jetzt gerade Stütze. Halt? Ja. Jetzt weiß ich, was kraftlos ist. Na bitte, es wird noch. Gewohnheit, ein Usus. Oh, das gibt's nicht. Oh, das gibt's nicht. Ich bin jetzt fertig. Okay, ja, bei mir ich habe an ein paar Wörtern gehangen und jetzt auf einmal gingen die ganz schnell. Oh, den Filou habe ich schon wieder vergessen gehabt. Na gut, dann machen wir jetzt mal das andere, das Rätsel-Lösungswort-Rätsel. Und los. So, diesmal Sprudelwasser ist Selta. Nee, Sprudel, ja, Strophe, Vers. Okay. Obdach ist vielleicht auch das. Paraguay, PY wahrscheinlich. Ja, genau. Lasttier ist der Esel. Dann die Baumsteppe. Tiger ist es auf jeden Fall schon mal nicht. So gleich. Gleich. Dunstglocke. Weiß ich noch nicht. Lehmmensch. Terrakotta-Figur. Zinnsoldat. Was weiß ich denn? Australischer Laufvogel ist Emu. Englisch Trommel ist Drum. Ja. Eiskunstlaufsprung der Axel wahrscheinlich, genau. Mischgerät ist der Mixer. Es läuft. Rechtfertigung, Alibi. Oh, Alibu. Das Alibi aus Malibu. Alsbald ist das, ja. Dunstglocke, Smog. Ja. Der Lehmmensch ist natürlich der hier. Klar, natürlich. Musikalische Form. Weiß ich noch nicht. Baumsteppe. Weiß ich auch noch nicht. Gebietseinschluss. Grenze oder so. Billy the Kid. Das kennen wir. EDV-Begriff. RIM. Weil RAM und ROM hatten wir schon. Monorail. Ich weiß nicht, was die damit für eine mein langweilig öde ist. Natürlich auch, aber Pfade? Pfade gibt's auch, gut. Gebietseinschluss. Weiß ich noch nicht. Ist das wirklich hier Seltas? Ja, ist es. Cool. Musikalische Form. Rodeo, natürlich. Staat der USA könnte auch so einiges noch sein. Probleme sind. Was war denn das gerade? Hilfe. Regelmäßiger Bezug. Hartz IV. Klappt nicht. Also HIV war jetzt auch mit Hartz IV als Abkürzung für Hartz IV gemeint. Nicht was anderes. Pampashase. Keine Ahnung. Ober ist ein Kellner. So. Bekannt als AKA. Kinderfrau ist natürlich die Amme. Und Synonyme, würde ich jetzt mal einfach sagen, das wäre witzig. Regelmäßiger Bezug wäre ja dann no, O. ALG wäre aber auch sowas. Also ich weiß es noch nicht. Abgeteilter Raum. Separé ist das. Und nicht vergessen mit Doppel-E am Ende. Symbole sind Embleme. So. Ach, Nöte waren die Probleme. Okay, dann ist das wirklich Synonyme. Vögel sind Eulen. Ja. Wo haben wir das O?
Hier kommt ein N rein und das O kommt hier rein. Was haben wir hier? Das regelmäßiger Bezug ist dann das Abo. Das hatten wir gerade. ABE ist die Betriebserlaubnis. Allgemeine Betriebserlaubnis auch genannt. Probleme. Oh Gott. Schlange, Natter könnte das zum Beispiel sein. Oder auch, wenn man es rückwärts nimmt, hat man ein Pokémon. Dann haben wir hier die Sorgen. Nicht die Sorben. Das sind keine Probleme. Wollte ich nur mal so sagen. Arkansas. Huch. Ach, das wollte ich jetzt nicht. Freund von Barbie ist natürlich Ken, aber Kansas. So, Pampas Hase Tara. Nee. Bara. Sarah. Könnte ja sein. Kara. Hara? Auch nicht. Ara. Eara. Iara. Para. Lara. Yara. Was habe ich denn noch nicht? Vara. Ma. Da bin ich ja mal gespannt, ob sie drauf kommt. Baumsteppe. Satani. Satanai. Nein, nein. Okay, eine Alm ist das, Affenart, oh, endlich kommt mal der Lemur dazu, den wir schon mal woanders eingegeben haben, pazifischer Inselstaat, klappt nicht, hm. Ah, das wäre ja auch so schön gewesen, Palau, Manau hatte ich gerade gedacht, aber das ist was anderes. Und das wird Manaus geschrieben. Mann aus. So. Der Gebietseinschluss ist die Enklave dann wahrscheinlich. Genau. Monorail. Einbahn. Okay. Easy. Nisse war das. Reimt sich auf ein Wort mit P. Osmium, dann ist das OS. Savanne ist damit gemeint. Okay, Rondo ist das. Fertig! Hast du schon den Pampashasen? Wusstest du den? Ich finde das witzig, wie der heißt. Und den pazifischen Inselstaat? Er wird nicht mit C geschrieben. Nee, auch nicht. Ach ja. Ist doch immer wieder schön. Immer wieder schön, sowas zu lesen. So, also okay, ich glaube einfach mal dran, dass Palau, dass dieser Inselstaat existiert. So, was gibt's noch? Separé ist klar, Savanne ist eigentlich klar. Gibt es ja öfter mal Dokumentationen dazu, wie ein Lemur aussieht. Ich denke mal, das wissen auch die meisten. Irgendwo. Jetzt fertig? Okay, na dann gehen wir mal zum T-Online-Rätsel. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, und go. So, möglicherweise. Ich liebe dieses Wort, aber das ist es nicht. Vermutlich. Versuchen wir es mal. Nee, auch nicht. Aber. Poetisch nachdenken, sinnieren wäre schön. Klappt aber nicht. Sinnen. Ja, tatsächlich. Okay, Lochvorstecher, Pfriem. Oh Gott. Keine Ahnung. Trend, Neigung, ja. Laster? Nee, das ist kein Trend. Huch, jetzt habe ich das verschoben. Ah, außerdem, ich muss mal hier das erstmal so ein bisschen schieben. Weiter rätseln, ja. Würde ich gerne. So. Perfekt, jetzt geht's wieder. Das hat mir Zeit gekostet. 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Das könnte ja. Keine Ahnung, keine Ahnung. Kriechtier, Schabe, Laus, Insekt, Edelsteingewicht ist in Karat. Das haben wir schon mal. Dann gehe ich doch erstmal die Sachen durch, die eventuell, wo ich zahlen. Kleine Gabe ist ein Mitbringsel, ist ein Heidi. Heidi kriege ich hin. Die Heidi schaffe ich. Ein kleines Klappfenster. Ja, europäischer Strom. Bam. Okay, und damit haben wir dann schon mal ein paar Buchstaben. Borke bestimmter Eichen. Raub- und Speisefisch. Hecht. Nee. Kugelfisch. Nee. Halbaffe Madagaskars. Auch den hatten wir gerade schon mal. Ein wunderschönes Tier. Da wird sich bestimmt jemand freuen, dass der vorkommt. Dringlichkeitsvermerk. Ja. Deutsche Schauspielerin. Keine Ahnung. Start der Westindischen Inseln. Oh Gott. Indien. Nein. Geht ja gar nicht. Samoa würde passen, aber ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es einfach. Nö, ist es nicht. Hoch. Das kann auch ganz woanders liegen, tatsächlich. Von besonderem Reiz. Außerordentlich. Nein, italienisches Weißbrot, das weiß ich doch. Wenigstens etwas. Eine Zahl. Eine Zahl? Das soll eine Zahl sein. Singular, Sprachwissenschaft. Okay, die Grammatik? Nee. Aber K ist das wahrscheinlich trotzdem freundlich. Die Lippen verziehen. Lächeln. Okay. Dann ist es ein L am Ende dort. Stadt in Tennessee. Nashville passt nicht. Ich weiß, dass Nashville in Tennessee liegt, weil es gibt ein Lied darüber, dass Nashville in Tennessee liegt, aber sonst. Okay, Ringel, Saugwurm, Egel. Ugh. So, Wesensart, Wesenszug. Keine Ahnung. Das könnte Karate sein, ist es aber nicht. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Judo. Niederschlag aus Wasserdampf. Aus Wasserdampf. Nebel, Eis? Nee. Eis ist ja nicht aus Wasserdampf. Papier- oder Plastikbeutel sind Tüten. Dann ist das Tau. Okay. Unsere Selbstverteidigung aus Japan. Machen wir erstmal hier rot. Ja. Okay, ah, Lecco. Nein, Drehort beim Film ist das Set. Haben wir feines Gewebe. Ja, machen wir erstmal den Baumteil hier. Dann haben wir S, S, S. Ach, warte mal. Nee, Feld- und Wiesentier. Hase. Ja. Feines Gewebe ist Senke. Griechischer Reeder. Nee. Drachentöter der Sage ist eigentlich, also ich denke jetzt gerade an Siegfried, aber m-m. Günstig, vorteilhaft, gut. Wow. Ohr könnte das Sinnesorgan sein, ja. Gab es auch einen Georg? Gab es auch in der Sage, Mensch. So, Liam Neeson. Gesundheit. Fischfett ist der Tran. So, okay, dann weiß ich auch, was das hier ist. Das ist eine Eigenheit. Aikido.
Ja. Sachen, die so ähnlich aussehen wie mein Pseudonym, die muss ich doch kennen. Hallo, herzlich willkommen, hier ist Aikido und ja, Ona Onassis? Ja. So, Anrede, Sir. Ich habe nicht mal den Rest gelesen. Ich dachte mir einfach, Sir wird schon stimmen. Eile, überstürztes Drängen, es hasst. Du hast. Ja. Vogelweibchen. Beißender Spott. Ah. Keine Ahnung gerade. Behauptung, Leitsatz. Ne. Gewittergrollen. Donner. Ja. Schwertliliengewächs. Ne, bei Blumen bin ich raus. Oder Gewächsen. Aushalten, vertragen, umgangssprachlich. Überdauern. Nee, das klappt. Das ist nicht umgangssprachlich. Trend oder Neigung? Okay. Dann weiß ich. Das ist die Zahl. So, Fluss im Sauerland. NRW. Ruhr, Rhein. Was gibt's da noch? Also erstmal das Kriechtier wird dann wahrscheinlich das sein. Ja, ist es. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ballade von Bürger. Was für ein Bürger? Es gibt haufenweise Bürger. Hier aber haben wir erstmal einen Uranus. Ich meine Uranus. Borke bestimmter Eichen, weiß ich immer noch nicht. Währungseinheit in Südafrika. Was haben die in Südafrika? Südafrikanische Dollar wäre jetzt gut, aber nee. Mitteldeutscher Rundfunk, okay. Was haben die für eine Währung? Oh, ich sollte öfter mal gucken, was. Ja. Das sollte man öfter mal. Dringlichkeitsvermerk. Ah, übrigens, wir haben hier. Wir haben das Wort Kork gefunden, weil die Marktbude das Lösungswort ist. So. Was ist denn der Raub- und Speisefisch dann? Hilfe. Kurzschrift. Memo? Nein. Geht nicht. Konzentrierte Lösung. Konzentrierte Lösung. Ich bin mir nicht sicher, was hier gemeint ist. Eine konzentrierte Lösung ist doch, wenn man was in Wasser auflöst, vermute ich mal. Griechische Sagengestalt. Tauren sind's nicht, Zyklopen sind's nicht. Oder Kyklopen im Griechischen auch. Kleine Gabe. Kleine Gabe. Kleines Klappfenster. Oh Mann. Wenn ich das mal wüsste. Tür. Nee. Möglicherweise, vielleicht ist es das. Bam! Wieder was gefunden. Neigung, Trend, Tendenz ist das. Okay. Ups. So, jetzt haben wir auch das Wort. Okay. Singular Sprachwissenschaft. Was haben wir noch? Schwertliniengewächs, das werde ich nie rauskriegen. Kleines Klappfenster, Luke. Ach, natürlich. Luke ist es. Abkönnen. Ah, das wird auch was. Das kann ich ab. okay. Jetzt weiß ich das auch. Almosen ist übrigens auch ein Ort in. Fragt mich nicht wo, aber den gibt es hier irgendwo in Deutschland. Oh Gott, was soll denn das sein? Ich habe noch keine Ahnung. Sprachwissenschaften. Nee. Was ist das hier? Einehe. Was? Nein. Ich glaube, der Fluss, der ist mir jetzt gerade nicht so ganz bekannt. Da habe ich ein Problem mit konzentrierte Lösung.
Was haben wir noch so? Blanket. Kate Blanchett. Ja, von besonderem Reiz. Keine Ahnung. Avast? Nein. Wirtschaftlicher Zusammenbruch ist ein. Oh Mensch, ja. Dann machen wir erstmal Anmut. Dann haben wir wieder einen weiteren Ruin. Das hatten wir schon mal letztens in einem anderen Rätsel. Ach Mensch. Apart? Ja. Staat, Haiti. Das ist gemeint. Okay, Nadja Uhl? Wahrscheinlich. Ja. Bald? Nein. Nein, das glaube ich nicht, dass das das Wort ist. Der Dringlichkeitsvermerk. ASAP hätte ich ja jetzt gesagt, so in der Art. Okay, hier könnte übrigens Krebs noch hinten rankommen, aber ich wüsste nicht, was für ein Krebs. Ich probiere mal was. Nee. Oh, was ist denn die südamerikanische Währung? Südafrikanische, nicht südamerikanische. Kurzschrift. Was ist denn eine Kurzschrift? Überhaupt. Ballade von Bürger. Ach, das ist so gemein. Das ist falsch. Ich habe keine Ahnung mehr, was ein Lochvorstecher, Pfriemen, was auch immer war. Ah. Vogelweibchen ist keine Pute. Behauptung, Leitsatz, Prämisse, nein. These? These ist es, ja. Das ist Hohn und dann ist das hier das Huhn. Hohn und Huhn. Oh, ich habe keine Ahnung, was die Ballade von Bürger sein könnte. Tenore. Nee. Lenore? Yes. Dann war das die Ahle. Ja, es wird noch. Also ich glaube, ich komme nicht überall durch, aber ich stelle mich auch relativ so wenig dumm wie möglich an. So, ich weiß aber nicht, was der Fluss im Sauerland sein soll. Was könnte die konzentrierte Lösung sein? Das wäre mal schön zu wissen. Was haben wir denn hier noch? Singular, Puh. Der Singular in der. Ach so, oh, jetzt verstehe ich. Ich habe das die ganze Zeit andersrum gesehen. Okay. Was gibt's denn noch? Konzentrierte Lösung. Eine Reagenz? Nein. Was ist noch? Was noch? Was ist denn das hier? Esie. Griechische Sagengestalt, Ikarus. Ah. Ja, jetzt geht's, jetzt klappt's vielleicht. Eresie, nein. A auch nicht. I?
O. U? Nee. Okay, dann sind es die alle nicht. Bresie, nein. Bresie, wir gehen langsam. Kresie? Dresie? Fresie? Ha, jetzt haben wir es. Okay, das haben wir also auch. Enne. N, nee, zum Glück fällt hier nur noch ein Buchstabe. Enene. Das wär's ja. Nee, ich habe keine Ahnung, was das für ein Fluss sein soll im Sauerland. Tut mir leid. Ah, NEP. 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 Was auch immer. Was ist das? Das wäre wirklich cool, wenn ich noch ein bisschen was rauskriegen würde. Raub- oder Speisefisch. Also für ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Währungseinheit in Südafrika. Gold. Das wär's. Ich geb's einfach mal ein. Nein, natürlich nicht. Sold? Nein. Ich weiß es echt nicht. African US-Dollar. Nein, auch nicht. Hier die konzentrierte Lösung ist natürlich die Essenz. Natürlich. So, Kurzschrift ist das. Jetzt habe ich es endlich raus. Und jetzt habe ich auch endlich den Ort. Walking there is really feeling the way I feel und so. Dann ist das wohl die Makrele. Aha. Ach, natürlich eilt. Habe ich auch schon selber gelesen, aber schon ewig nicht mehr. So, und jetzt noch hier. Boom! 18 Minuten 26! Ah. Ja. Dann. Also auf jeden Fall, ich bin fertig. Ich gehe mal zurück zum Rätsel. Gibt es hier was? Rand? Ja, Rand. Ich habe von der Währung gehört. Ich habe die jetzt nicht so zuordnen können, tatsächlich. So, NEP. Ja. Ennepe. Ennepe. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Wenn jemand zufällig diesen Fluss in der Nähe hat, bitte darauf hinweisen. Wie man das aussprechen könnte. Aikido. Gibt es auch noch. Tüte gibt's. Lemur. Apart. Ja, altes Wort. Oder relativ. Eine Fräsie. Ich guck mir mal an, was eine Fräsie ist. Fräsien. So, dann sehen wir uns mal an. Wie sehen Fräsien aus? Fräsien sehen ungefähr so aus. Wunderschöne, wunderschöne Blümchen sind das. Okay. Und das ist also ein Schwertliliengewächs. Schön, schön. Die Fräsie. Lenore von Bürger Lars Dietrich. ja. Die These. Liam Neeson. Weiß ich nicht, ob ihr den noch kennt. Bestimmt. Ich glaube, das war das nicht der, der in Taken, in 69 Hours oder irgendwie so ähnlich hieß der Film, mitgespielt hat. Also Taken war er im Original, im Amerikanischen, und wir haben, glaube ich, 69 Hours oder sowas draus gemacht, im Deutschen, wo er dann gesagt hat, hier, ich werde dich finden und ich werde dich töten. Irgendwie am Telefon, was zu einem Meme geworden ist, regelrecht im Internet. Ich weiß nicht, wer du bist, ich weiß nicht, wo du herkommst und so weiter und so fort, aber ich werde dich finden und ich werde dich töten. Mehr vom Film habe ich auch nicht gesehen. Tatsächlich. So, gibt's sonst noch was? Kork? Ja. Anmut, Haiti. Alles so Worte, die gehen eigentlich. Memphis, ja.
Walking in Memphis und so, I do really feel the way I feel, oder keine Ahnung, vielleicht habe ich den Text falsch verstanden, wahrscheinlich. Ja, Tendenz ist auch klar, Hohn, Uranus, wunderschöner Planet. Ja, so, und damit würde ich mich dann lieber mal verabschieden. Es ist gar nicht mal so lang geworden, tatsächlich. Es ging. Ziemlich. Und ja, damit würde ich es dann für heute belassen. Morgen kommt wieder das Preisrätsel mit dazu, weil es dann ja wieder soweit ist. Und bis dahin verabschiede ich mich, wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis dahin, tschüss.